Wunderschönen guten, ich bin Philipp von Foto Meier. Panasonic hat uns eine neue Lumix S5 geschickt mit Phasenautofokus und ich finde es so gut. Was das für den Workflow mit der Kamera bedeutet und was man damit anstellen kann, erfahrt ihr in diesem Video. Um euch die Kamera mal in Aktion zu zeigen, sind wir heute bei Hey Schnegge, dem Zimtschneckencafé direkt am Viktoria-Luise-Platz. Dort machen wir ein paar Fotos und Videos und basteln für euch daraus einen kleinen Werbespot. Nun erstmal zu den Sachen, die neu sind an der Kamera im Vergleich zum Vorgänger. Und zwar haben wir hier einen neuen Sensor verbaut, der noch schneller in der Auslesung ist. 24 Megapixel und bei AFC bis zu 30 Bilder die Sekunde. Außerdem, wie schon erwähnt, der Phasenautofokus. Also die Kombination aus Kontrastautofokus und Phasenautofokus, was natürlich für präzises und schnelles Scharfstellen sorgt bei Foto und bei Video. Der neue Phasenautofokus arbeitet mit 779 Detektionspunkten. Außerdem erkennt er Menschen und Tiere und auch das Tracking wurde verbessert. Und wir können bei 6K 30p auch im Continuous-Modus arbeiten. Beim Thema Videodateien hat man hier auch eine große Auswahl. Bis zu 6K 30p in 42010-Bit oder 4K 60p 42210-Bit intern auf die Speicherkarte. Wenn man mal Zeitlupen aufnehmen möchte, kann man im S&Q in Full HD bis zu 180 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Dazu muss man sagen, dass bei Dateien größer als 4K 50p die Kamera croppt, was für mich persönlich aber kein Problem ist, da die Qualität hervorragend ist. Wir haben auch die Möglichkeit, mit einer LUT-Vorschau zu arbeiten und wir können, wenn wir mit anamorphen Linsen arbeiten, die Inhalte in der Kamera entzerren. Beim Thema Stabilisierung war ja schon der Vorgänger richtig gut mit bis zu 6,5 Blendenstufen bei Dualstabilisierung. Verbessert wurde der Active Stabi, also der elektronische Stabilisator, der vor allem dabei hilft, Videos frei Hand zu drehen. Und Audio können wir wie bei der GH6 mit 96 kHz und 24 Bit aufnehmen. Außerdem neu ist der aktive Lüfter, der jetzt hier verbaut wurde und nicht wie bei der GH6 oder bei der S1H an dem Rückteil. Und man kann ihn individualisieren, das heißt in verschiedenen Stufen einstellen, entweder auf Automatik oder in bis zu 3 Geschwindigkeiten. Und das Power Management wurde verbessert. Wir können mit einer Akkuladung jetzt noch länger arbeiten. Außerdem kann man ruhig noch mal erwähnen, was schon beim Vorgänger gut war, und zwar die hohe Bildqualität bei Fotos und bei Videos, das Rauschverhalten bei hohen ISO-Werten. Außerdem war schon beim Vorgänger der OLED-Sucher richtig gut und der hat jetzt sogar noch mal mehr Auflösung bekommen. Und eine etwas größere Austrittspupille. Die Anschlüsse sind soweit vom Vorgänger gleich geblieben. Und bei den Kartenslots haben wir zweimal UHS 2SD-Kartenslots. Um euch jetzt noch mal die Performance der Kamera zu zeigen, der bereits angekündigte Werbespot. Viel Spaß! Und jetzt zum Fazit. Ich finde, die Panasonic Lumix S5 Mark II ist der nächste Standard, wenn es um Hybridkameras geht. Fotos und Videos sind hervorragend und die Kritikpunkte vom Vorgänger wurden von Panasonic aufgenommen und verbessert. Wenn ihr sie jetzt kaufen wollt, dann könnt ihr das tun auf www.fotomeier.de oder besucht uns im Geschäft am Viktoria-Luise-Platz in Berlin-Schöneberg. Außerdem freuen wir uns wie immer über Likes, Abos und Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Video.